Die Sektflöte brauchst du nicht. Champagnerschale braucht kein Mensch. Wenn du ehrlich bist, brauchst du auch nicht unbedingt ein eigenes Burgunderglas. Das Einzige, was wirklich sinnvoll ist, ist ein richtig gutes Universalglas und der Rest ist nice to have. In diesem Video erfährst du erstens, ob Gläser einen Einfluss auf den Geschmack des Weines haben und wenn ja, welchen. Zweitens, nach welchen Kriterien man dann seine Gläser am besten aussuchen sollte. Drittens, warum manche Gläser 5 Euro kosten, andere Gläser über 100 Euro kosten. Und viertens, und das ist meine persönliche Empfehlung, aus diesem riesen Angebot an Gläsern, welche Gläser man da wirklich braucht. Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit Spiegelau entstanden. Ich persönlich finde wichtig zu erwähnen, dass ich aktiv auf Spiegelau zugegangen bin, weil ich der Meinung bin, dass wir dort aktuell eine sehr gute Preis-Leistung vorfinden und ich da 3 passende, coole Serien gefunden habe, die ich heute in diesem Video verwenden werde. Die entscheidende Frage ist aber ja, schmeckt jetzt ein und derselbe Wein aus komplett unterschiedlichen Glasgrößen tatsächlich anders? Schmecke ich hier Unterschiede? Und schmeckt nicht nur ich Unterschiede, sondern auch der Otto-Normalverbraucher. Und deshalb habe ich jetzt hier 3-mal einen Vino Nobile di Montalcino aus der Toskana im Glas, Reserva. Und das normale Go-To-Glas, was ich für diesen Wein wählen würde, wäre dieses hier. Das ist ein Universalglas. Das hier ist ein vermeintliches Rotweinglas. Es ist auch ein Rotweinglas, aber nur für ganz spezielle Rotweine, nämlich sehr komplexe Burgunderweine, also es ist ein Burgunderglas, zum Beispiel aus dem Burgund, Pinot Noir, Chardonnay, so Weine kann man hier sehr gut draus trinken und hier haben wir natürlich ein Champagnerglas. Wenn ich den Wein jetzt mal hier analysiere, ja, ich mag den Wein sehr gerne, Tabaknoten, dunkle Frucht, bisschen Pfeffer, Holz, sehr harmonisch in diesem Glas. Verglichen jetzt mit dem Champagnerglas, das sieht schon falsch aus. Crazy. Also es ist ein anderer Duft, den ich hier in diesem Glas habe. Es ist viel irgendwie so, wie als würdest du diesen Duft so zusammenpressen, aber so unangenehm. Und der Wein, das kann sich gar nicht so richtig entfalten. Also vom Bouquet her könnte ich den Wein hier gar nicht bewerten. Und dann haben wir hier diesen großen Burgunderschwenker, wo sich auch die Charakteristik nochmal ändert, wo wir weniger Frucht haben. Mehr dieses Tabak, dieses Rauchige, aber insgesamt gefällt es mir doch beim Universalglas am besten. Wenn wir jetzt mal auf den Geschmack eingehen. Rund, ultra harmonisch, sehr, sehr passend verglichen mit dem Champagnerglas. Es ist komplett verrückt. Wir haben ja hier einen sehr kleinen Radius. Und der bewirkt, dass die Flüssigkeit direkt über die Zunge in meinen Mund hereinströmt. Und das hat einen großen Einfluss, wie ich den Geschmack wahrnehme, weil die Zunge ja in unterschiedlichen Zonen unterschiedliche Dinge wahrnimmt. Und hier ist es einfach sehr direkt, sehr hart, dieser Wein. Und jetzt der ganz krasse Kontrast hiermit. Der Wein verteilt sich sofort in den Außenflächen des Mundes und er wirkt rund, er wirkt ein bisschen voller, also insgesamt hier vielleicht ein bisschen zu rund, hier vielleicht viel zu konzentriert. In dem Fall ist das hier das beste Glas. Kommen wir zu den persönlichen und emotionalen Kriterien und die sind aus meiner Sicht super wichtig, denn das Glas steht bei mir zu Hause, ich serviere das meinen Gästen, es muss mich irgendwie visuell ansprechen und es beeinflusst natürlich dieses Erlebnis Wein ungemein. Und da hat jeder so seine eigenen Kriterien, die ihm wichtig sind. Ich finde, wir haben hier ein absolut Top-Einsteigerglas. Wir haben hiermit so mein Lieblingsalltagsglas für das Glas zum Abendessen. Ganz, ganz easy. Und wenn ich mich aber jetzt irgendwie den ganzen Tag schon auf eine gute Flasche Wein freue oder wir irgendwie einen gemütlichen Abend mit Gästen haben, dann muss ich sagen, meine absolute Favoritenreihe, die Definition, die sind so unheimlich filigran und leicht, dass mich jeder Gast darauf anspricht, der das noch nicht kennt. Was ist das denn? Und das ist ein Erlebnis für sich, aus diesem Glas zu trinken. Die Style-Serie ist aus meiner Sicht eine coole, günstige Einsteigerserie, mit der macht man nichts falsch. Die Gläser sind alle ein bisschen kleiner, nehmen dann auch nicht ganz so viel Platz im Schrank weg.
Ich persönlich würde mich vor allem für diese zwei Gläser hier entscheiden. Die Sektflöte, da bin ich grundsätzlich kein großer Fan davon. Einen guten Schaumwein kann man auch aus so einem Glas hier trinken. Das Weißweinglas ist hier in dem Fall mir ein bisschen zu klein. Das heißt, ich würde meinen Weißwein hier aus diesem Universalglas trinken, den Rotwein aus dem Bordeauxglas. Wenn man jetzt besonders viel Rotwein trinkt und gerne Spätburgunder und sowas, dann kann man dieses Glas noch hinzunehmen. An sich ist man hiermit aber erstmal gut aufgestellt. Die Authentis-Serie ist meine Alltagsserie. Das liebe ich sehr, da unter der Woche, wenn es mal ein Glas Wein sein darf, den hier raus zu trinken. Ich nehme da in der Regel diese drei Gläser. Das ist einmal das große Weißweinglas, das ist das Universalglas, glaube ich auch Wasserglas und das Bordeauxglas. Und das passt eigentlich immer. Natürlich kann man hier nach oben und nach unten noch ergänzen, aber damit steht man schon mal gut da. Die Definition-Serie ist die absolute Königsklasse. Wenn ich mich den ganzen Tag auf eine gute Flasche Wein freue, dann kommt die in so ein Glas. Wenn wir Gäste haben, wenn wir gut kochen, dann trinken wir aus diesen Gläsern. Das ist ein Erlebnis für sich. Jeder Gast spricht mich darauf an, weil man das so nicht kennt. Aus keiner Gastronomie, außer vielleicht aus der Sterne-Gastronomie, hat man solche Gläser. Die sind unheimlich filigran, unheimlich edel, sehr, sehr, sehr leicht in der Haptik. Und das ist ein Erlebnis für sich, aus diesen Gläsern zu trinken. Das Krasse an dieser Serie ist aus meiner Sicht, dass es Spiegelau hier schafft, diese Königsklasse an Gläsern, diese Filigranität und diese absolute Spitzenqualität zu einem Preispunkt anzubieten, der im Marktvergleich einzigartig ist. Und deshalb sind das zwar die teuersten Gläser, die wir heute auf dem Tisch haben, aber in meinen Augen die Gläser mit der besten Preis-Leistung. Und ich finde, jedes Glas ist für sich hier wunderschön. Es spricht mich halt ästhetisch auch einfach an. Es gibt aber ein Glas, was ich besonders hervorheben möchte. Das ist das Universalglas. Daraus trinke ich mit Abstand die meisten Weine. Fast jeder Wein funktioniert hier gut drin. Es ist ein extrem gutes Universalglas. Und wenn es ein Glas gibt, was ich euch heute ans Herz lege, dann ist es das. Das ist der perfekte Einstieg auch in diese Serie hier. Und da werdet ihr einfach unfassbar viel Spaß mit haben. Fazit, für mich geht kein Weg an der Definition-Serie vorbei. Man muss auch sagen, das Design ist sehr zeitlos und man kann sich das theoretisch auch modular aufbauen und ergänzen immer weiter. Ne? Man muss jetzt nicht alles auf einen Schlag kaufen. Ich bin aber sehr gespannt, welche Serie euch am meisten zusagt. Natürlich habe ich auch einen kleinen Rabattcode noch für euch ausgehandelt. Schaut gerne mal im Shop vorbei. Bis dahin, ciao.